Bewährte Hausmittel gegen Schüttelfrost. Schüttelfrost tritt meist in Verbindung mit Fieber auf. Daher benötigt der Patient viel Wärme in Form von mehreren Decken, Kirschkernkissen oder einer Wärmflasche. Ein Tee mit Lindenblüten unterstützt den Körper bei der Wärmeproduktion. Übergießen Sie einen Teelöffel getrocknete Lindenblüten mit 250 Millilitern kochendem Wasser und seihen Sie den Aufguss nach 10 Minuten ab. Alternativ bietet sich ein Tee mit Hagebuttenschalen oder Holunder an. Achten Sie bei fiebrigem Schüttelfrost generell auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Als Richtwert gilt, dass Patienten pro Grad Celsius über 37 Grad einen halben Liter Flüssigkeit extra zu sich nehmen sollten. Neben Tee eignet sich stilles Wasser am besten. Weitere Informationen zu natürlichen Heilmitteln finden Sie unter www.heilpraxis.de.